Ihr Lieben, ich bin's wieder, Marcel, Community-Moderator im Team vom WB und wir machen weiter mit Laesaia Summit Kingdom. Und wie immer mit dabei Black Panther. Liebe Grüße an dich. Wunderschönen guten Abend alle zusammen. So, wir hatten gerade auf Twitch eine ganz kleine Pause, die habt ihr nicht mitbekommen. Für euch geht's nahtlos weiter. Deswegen muss ich mich einmal ganz kurz orientieren, was wir hatten. Genau, wir hatten zu wenig Handwerkskräfte. Da sollten wir ganz schnell ad hoc neu bauen, bevor uns hier die Staatskasse, weil wir haben das Spiel natürlich nicht pausiert. Blöd, blöd, blöd. Ja, schnell wieder Geld ins Plus kriegen und dann machen wir hier mal ganz schnell die Gebäude. Und ich mache mich logischerweise noch ein bisschen kleiner. So. Das Ganze sieht auf jeden Fall schon kompakter aus als in der Tutorial-Mission. Ich hoffe, dass hier unten die Gebäude auch noch die Hauptabdeckung von Nahrung und so weiter haben. Auf jeden Fall muss hier auch eine Straße hin. Also es zwingt uns schon so ein bisschen in dieses Schachbrettmuster, aber das ist dann so. So, und hier fehlen auch Handwerkskräfte, die bauen wir auch. Das sind diese hier. So, mal schauen, ob wir hier noch eins nebensetzen können, ohne dass es das zu Problemen führt. Na, das hier hat Probleme. Dann lasst uns doch vielleicht den Schrein, weil der reicht sowieso nicht mehr, noch mal kurz verschieben und einen zweiten bauen und dann können wir das noch ein bisschen. Setzen wir hier unten einfach noch eins hin. Die dürfen ja durchaus nebeneinander wohnen. Das führt ja nicht gerade zu Problemen. Machen wir hier oben den Schrein. Brauchen die einen? Ja, die hätten auch gerne Gebetsstätte. Dann kriegen sie die. Die schieben wir nach hier unten. Die kommt erstmal weg. Und denen fehlt. Ah, wir müssen ein bisschen schauen, dass wir die zufriedener stellen. Also auf jeden Fall gleich Käse, Honig machen, produzieren. Aber die sind alle glaubenstechnisch gut versorgt. Hier hinten noch nicht, die noch nicht. Dann kommt da auch noch ein Schrein hin. Vielleicht hier oben ans Ende der Straße. Und verschenken wir uns nicht hier die freien Flächen. Jetzt fehlen die Handwerker. Das war das ursprüngliche Problem. Ja, das hier war ein bisschen ungünstig. Man hätte vielleicht hier auch noch so eine Reihe machen müssen, aber ich wollte es vom Optischen ein bisschen auflockern. Dann schieben wir das einfach mal dazwischen. Lassen wir in der Mitte frei. So, höhere Zufriedenheit. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Dann könnten auf jeden Fall die Zamba-Produktion erhöhen. Das ist relativ simpel gemacht. Die war ja hier vorne. Das war komplett ausgelastet. Das heißt, wir brauchen noch mal eine Mühle und brauchen noch mal vier Felder. Die vier Felder könnten hier unten passen, wenn wir das mit der Straße ein wenig ändern. Können wir uns kopieren. So, die vier Felder. Das passt hier sogar zwischen. Das ist doch schön. Allerdings ist hier der Marktplatz. Das heißt, hier müssen gleich noch Wohngebäude hin. Das wären zwei Felder, zwei Gridfelder plus eine Straße sind drei. Das heißt, wir könnten hier die Felder setzen. Das sollte hoffentlich auch hier mit der Straßenverbindung klappen, dass es nicht zu weit weg ist, sonst würde ich mich da wieder schwarz ärgern. Schauen wir direkt mal. Ja, es funktioniert. Das ist doch schön. So. Noch eine Jagdfarm. Passt nicht. Habe ich mich da verguckt?
erstmal die Straße 1 höher legen. Hier war schon der Plan, dass das da noch dazwischen passt. Und zumindest da einer noch hin. Auch wenn es keine zwei sind. Eine ist besser als keine. So. Soll die Position auf die andere Plattform umlegen? Die Idee ist gar nicht so dumm. Dann sollten wir allerdings gleich hier mit dem Förster schauen. Ja. Aber ich würde erstmal schauen, dass wir hier die Zufriedenheit hinkriegen. Und das, was dann umbauen. So, die sind hier zufrieden, aber die hier oben noch nicht. Also Eier haben wir genug. Mehl haben wir auch genug. Ja, wir müssen in Käse einsteigen. Den Käse können wir aber ja sofort drüben machen. Und haben wir den Förster schon freigeschaltet. Den haben wir. Wir hätten auch schon einen Flug. Ah, zum Freischaufeln, wenn das mit der Lawinenschutzplanung fehlgeschlagen ist. Verstehe. So, ich hatte im Kopf, vielleicht hast du auch noch ein Bild im Kopf, meinst du, bis wo die Lawine ging? Ich meine, die ging so bis hier etwa. Weiter nach links ist die, glaube ich, nicht gewesen. Nein, nein, die war irgendwo mit so richtig, so mit, so ein bisschen mittig, ja. Dann machen wir das mal. Mal so irgendwie, würde ich mal sagen. Ja, Förster vielleicht auf die dritte Stufe, aber ja, da sind wir ja noch nicht. Kommen wir da schon hin? Da spricht doch nichts dagegen, da schon hinzukommen, oder? Hey, das würde schon gehen. Ja, dann macht das auch Sinn, das sofort oben zu machen. Absolut. Gerade die Premiere, dass wir auf der obersten Stufe was bauen. Genau, Spiel ist noch im Early Access, ist am 10. April erschienen. Es gibt eine Roadmap mit ganz vielen neuen Features, die noch hinzukommen sollen. Ist ein kleines Entwicklerstudio aus Polen. Ich hatte noch den Namen aufgeschrieben. Genau, Quiet Okay Games haben das entwickelt, 2021 gegründet, wie gesagt, kleines Studio. Und deswegen werden da im Early Access jetzt noch Features nachkommen. Da gibt es eine Roadmap im Hauptmenü, die könnt ihr euch anschauen. Aber das Ganze sieht jetzt schon sehr, sehr schick aus. So. Wir wollten hier Lawinenschutz betreiben. Das müsst ihr dann irgendwo, ich sag mal, hier so. So, so, grob so. Ne? Müsste das ja dann. Glaube ich, hätte sie noch ein Stück nach hinten gesetzt. Warum nach hinten? Dann hätten wir hier unten Fläche verloren. Nee, ich meine jetzt da, ich meine jetzt nach. Also die Straße etwas kürzer und danach. Zum Felsen hin. Ja. Dann können wir mal gucken, bis wo wir schieben können. Ja, machen wir das. Dann haben wir noch ein bisschen was rausoptimiert. Und nach vorne gesetzt, die Welt nach vorne, ja. So. Ja, und die brauchten auch gar keine Straßenanbindung. Die brauchen erst Straße, wenn sie, glaube ich, irgendwie was Holz produzieren sollen. Also einfach für die Lawinen brauchen die keine Straßenanbindung. Sobald das Holz benötigt wird, sollten wir eine Straßenanbindung schaffen. So, ich bin immer noch im Pause-Modus. Wenn wir da mal rauskommen, auf jeden Fall mal der eine Handwerker noch gebaut, bevor wir uns jetzt um das hier unten kümmern. Wo kann der denn noch hin? Eigentlich ist das Gebäude hier verkehrt. Schieben wir den mal weg. Und dann machen wir hier noch so einen hin.
So, jetzt werden wir erstmal streng genommen mit allem irgendwie im Plus. Hier geht es auch jetzt hoch. Das war auch kurz vor Game Over. Das hätten wir eben in der Pause eigentlich nicht durchlaufen lassen dürfen. Bei mir leckt gerade der Stream, das ist nur bei mir, oder? Also bei mir leckt nichts. Gut. So, Käse. Käsige Produktion. Wie sieht denn da die Produktionskette aus? Gehen wir einfach auf Essen, einmal auf Käse. Wir haben eine Jagdhütte. Ein gemütlicher Ort für Jags, an dem sie sich auf das Wachsen eines glänzenden Fells und Vegetation konzentrieren können. Die werden dann noch gekrault. Dann wird daraus dieses super teure Fleisch. Wie hieß das noch? Mit diesen ganzen fettdurchzogenen kleinen... Also die, diese Rinder, die 8 Stunden am Tag massiert werden. Ich komme gerade nicht drauf. Und ja, die werden hier vorbereitet und meditieren, bevor sie dann irgendwann, nachdem sie Milch gegeben haben, ganz am Ende lecker geschlachtet werden und auf den Grill kommen. Ich hoffe jetzt nicht, du meinst nicht unseren Koala. Nein. Gut. So, 6 Milch macht 6 Käse. Das produziert hier oben 9. Also wir brauchen eine Wagyu, genau. Wagyu-Rind. So, die können wir... Ich habe jetzt noch nicht alle Produktionsketten im Spiel kennengelernt. Wir können ja verschieben. Ich würde jetzt einfach erstmal hier hinsetzen und gucken, wie sich das ergibt. Vielleicht hier einfach schön hintereinander. Wie gesagt, wir wollen ja gemeinsam das Spiel entdecken. Wagyu. Ja, langes U. Wagyu. Wie auch immer man es ausspricht, ihr wisst, was gemeint ist. So, und das hier geht natürlich wieder an einen Wagenposten. Was fehlt hier noch an Käse? Was fehlt denn da jetzt? Hab ich das falsch gezogen? Ja, so ist richtig. Gott, und schon fehlen uns 2 Yaks. Ja, die Yaks, die jetzt hier für Milchproduktion zuständig sind, die fehlen uns jetzt für den Transport. Wir schon wieder eine Yaks-Farm. Wir haben bald mehr Yaks als Einwohner. Liegt das daran, weil wir hier auf dem Kanal streamen, dass das Spiel das vorhat? So, Elefantwerke. Das müsste hier unten noch funktionieren. Das ist noch im Einzugsbereich vom Markt. Ja. So. Denen fehlt ein Schrein. Wem fehlt ein Schrein? Die haben einen. Die auch. Den auch. Also Schreine haben wir eigentlich erstmal genug. So, was haben wir hier noch? Denen fehlt Nahrung. Und zwar fehlt denen jetzt Honig. Honig sollten wir aber gut hinkriegen. Ich glaube, das Zeichen drüber ist. Zu wenig Käse. Eieiei. Und das hat nicht genug Ressourcen zum Senden. Mhm. Ja, weil 10 angefordert werden. Dann können wir das sofort klonen. Und rate mal, was fehlt, Matze. Es fehlen Yaks. Ja, ist ja auch kein Wunder.
wenn unsere Bürger an die Tür sind, dass sie als Bürger verwendet. Gott. Also ich hatte mal, ich glaube, es war sogar wie B-Stream, als er die Demo gezeigt hat, gehört, dass auch die Menge der Yaks oder der Arbeitskräfte abhängig ist von den Wegen, die sie zurücklegen müssen. Ich habe das aber selber im Spiel noch nicht gehört. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Das würde erklären, warum wir so extrem viele Yaks brauchen. Wenn das jemand im Chat weiß, dann bitte mal erzählen. So, Käse sollten wir jetzt genug haben. Was macht eigentlich unsere Staatssäckel? Die haben alle. Die Gläubigen müssen nichts abdrücken, oder? Müssen die auch was abdrücken? Doch, die müssen auch was abdrücken. Haben aber alles drin. Da können wir nicht noch mehr Kohle uns erschleichen. Ja, dann sind wir beim Honig. Honig heißt aber, der muss auch hier oben produziert werden. Ja, genau, Honigproduktion 5 auf mittlerer Ebene. So, hier kommen nachher noch Schmieden hin. Du kannst Ressource 1 nicht hier rüber schicken. Brauchen wir jetzt einen zweiten Wagenposten? Ich glaube schon, ne? Ja, okay, also immer nur eins, deswegen auch das Schildchen oben drüber. Verstehe! Wieder was dazugelernt. Ja, und das müssen wir noch einmal hier runter verbinden. So, das ist doch schon mal schön. Da hat sich jetzt ganz viel gemacht. So, habt ihr noch geschrieben? Da, wo das Zeichen drüber steht, fehlt was. Also aktuell fehlt nirgendwo was. Hier können wir upgraden. Nur 4 Handwerker fehlen schon wieder. Die sollten wir aber schnell ergänzen. Dann sind wir einmal in einem stabilen Status hier. Also ich rede gerade schon wie bei mir auf der Arbeit. Wir sind in einem stabilen Prozess. Weil ich habe Feierabend. Manchmal kann mein Gehirn nicht umschalten. Ich muss den Kupferkessel verbinden. Ist der nicht verbunden? Wo ist denn das? Ich habe das noch nicht gebaut. Den Rohstofflieferanten. Guck mal, es ist gut, dass der Chat mitdenkt. Das hätte ich jetzt komplett verschwitzt. Dankeschön. So, jetzt fehlen immer noch 2 Utensilien. Also brauchen wir noch eine Schmiede. Ist aber schon fies zu uns. Ne? Es fehlen doch schon wieder 28. Und um die unterzukriegen, muss man euch hier die Positionskette verschieben. Aber hier oben können wir einfach noch welche hinsetzen. Ja, Häuser upgraden, klar, kommt gleich. Aber erstmal kurz bitte die Handwerkskräfte.
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So. Ihr zwei liegt nicht mehr im Radius. Okay, dann kommt ihr da oben auch weg. Das tut's. Hier fehlt der Schrein. So. Ein einziger fehlt noch. Ein einziger. Ein einziger Handwerker. Es gibt doch immer so einen extra fleißigen Streber. Kann der nicht für zwei arbeiten? Dann bräuchte ich nicht noch ein Gebäude mehr. Der ist aus der Reichweite raus. Der ist auch noch aus der Reichweite raus. Da vorne passt's, okay. So, und hier müssen wir natürlich noch die Barren hinliefern und die müssen nach hier. Und irgendwie fehlen noch zwei Häuser mit Utensilien. Wir haben doch gerade ganz viele Handwerker gebaut. Kriegen die alle keine Utensilien? Nee, hier hinten nicht. Warum nicht? Die Reichweite würde passen. Hm. Warte, das ist die Spendenkasse. Hier ist das Gebäude. Ah, ja, okay. Wir müssen also wirklich diese Felder verschieben. Ich wollte es noch vermieden haben. Hilft uns vielleicht hier, wenn wir die Straße zu Ende bauen. Das hat geholfen. Ich musste nämlich vorher einmal hier ganz außen rumlaufen. Jetzt können sie abkürzen nach hier oben und damit haben wir alles versorgt. Sehr schön. So, bevor wir jetzt upgraden. Wir haben gerade mal einen stabilen Zustand. Sollten wir jetzt diese Produktion hier verlagern auf die andere Seite. Lawinenschutz haben wir ja. So dürfte da eigentlich nichts mehr passieren. Liebe Grüße an Feuerchen. So, das heißt, wir nehmen uns die zwei Mühlen, nehmen uns die acht Felder und dann brauchen wir noch ein Transportgebäude. Diesen Wagentransport. Gehen wir einmal die Pause, weil es wird jetzt gleich die Kette kurz zerschießen. Setzen wir hier die Mühle hin. Das sieht sogar schick aus nebeneinander. So, und hier unten machen wir dann jede Menge Felder. Das ist hier unten die 7. So. Also, Kameraposition 5. Ausschneiden und auf die Kamera 7. So ein bisschen hier wie Bungee Jumping, was wir hier machen. Verschieben? Nee, ne? Immer nur einzeln. Ups. Das ist so schon fast einfacher für die Kamera.
So, jetzt haben wir hier eine Routenunterbrechung. Das können wir mal alles abbrechen. Das scheint noch zu funktionieren. Jetzt brauchen wir noch ein neues Transportsystem, einen neuen Wagenposten. So passt's. Und hier scheint gerade was von fehlendem Honig. Das halte ich aber für ein Gerücht. Das passt. So, jetzt fehlen die 12 Handwerker, weil klar, wir da hinten neues Gebäude haben. Aber das ist ja jetzt nicht schlimm, weil wir können ja jetzt hier entsprechend haben wir erst Platz geschaffen. Und ein schönes Feature ist meiner Meinung nach auch, dass wenn man was abreißt, die ursprüngliche Vegetation wieder neu platziert wird. Bei Anno ist es ja zum Beispiel so, dass wenn man den Wald abreißt, dann ist der erstmal weg. Hier reißt man was ab und man hat es wieder schön grün. Und ich kann auch, ja, ich kann auch mit dem Mauszeiger hier Wind verursachen. Spannend. Naja. So, Handwerkerhäuser. Ups. Da sollte eigentlich eine Straße durch. Dann legen wir hier mal eins hin. So. Ja, das passt alles. Chat ist auch zufrieden. Solange im Chat keiner Bungee-Springen machen muss, habe ich den Eindruck. Das Krasseste, was ich mal gemacht habe, war ein Fallschirmsprung. Hast du sowas auch schon mal gemacht, Matze? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Geht bei mir auch nicht. Habe ich mal irgendwann geschenkt bekommen. Dann war mir schon so ein bisschen bang. Aber das müssen wir mal gemacht haben. Man sollte das in den jungen Jahren machen. Aber geflogen bin ich schon. Ich habe da angefangen mit Heißluftballon fliegen oder fahren heißt es ja, Ballon fahren. Dann mit einem Luftschiff, das war auch cool. Dann gab es vom Nebelhorn in Süddeutschland so einen Tandem-Gleitflug. Und danach habe ich einen Fallschirmsprung gemacht. Ja. Wollen wir es wagen? Wollen wir hier weiterklicken? Ich glaube schon, ne? Oh Gott. Du wirst es nicht glauben, was passiert ist. Letzte Nacht schickten mir die Geister eine Vision. Ich sah, wie ich durch Erde und Felsen in das Innerste des Universums selbst blickte. Hm. Bist du sicher, dass du nicht einfach zu viel vorm Schlafengehen gegessen hast? Hab ich. Na und? Egal, mir ist nun absolut klar, was wir tun müssen. Wir werden eine Akademie in den höchsten Regionen dieses Berges errichten. Von dort aus werden wir mit meinen Brüdern und Schwestern den geheimnisvollen Fußabdruck beobachten und über ihn nachdenken. Geheimnisvoller Fußabdruck. Das war diese Geschichte hier, diese Felsformation. Haben wir uns zu Beginn angeschaut. So, wir sollen biete 50 Ordensleuten in der hohen Zone Zugang zu Bildung. So, die wollen eine Akademie da oben haben. Absolut fantastische Idee. Hier unten wäre Platz. Hier unten ist auch schon frische Luft. Aber nein, wir müssen das ganz oben machen, müssen alles da hochtragen. Ja, wer diese Idee hatte, hatte keine gute. So, ich glaube, im Chat sind einige schon ganz kirre, dass ich die Gebäude nicht upgrade, ne? Schauen wir mal vorsichtig, was dann passiert. Wir brauchen jede Menge mehr Wohlstand.
Aber wir kriegen massiv Steuereinnahmen. Das können wir mal ein bisschen was upgraden. Ja. Dem hier geht's auch gut. Sitzt hier einfach auf dem Dach, faulenzt rum. Katastrophe. So, Versorgung zu niedrig. Jetzt fehlt Honig. Könnte damit zusammenhängen, dass jetzt irgendwer durch das Upgrade mehr Honig isst. Aber das kriegen wir ja schnell gefixt. Nichts ist einfacher in diesem Spiel als Honig. Und das sind bestimmt die Farmen, die unseren WB-Community-Honig herstellen. Von glücklichen Bienen im Freiland hoch in den Bergen macht der liebe Christoph frischen WB-Community-Honig. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, kommt zur nächsten Gamescom. So, ich habe gerade den einen fehlenden noch ergänzt. Vorrat an Honig reicht nicht aus. Wir haben doch gerade Honig platziert. So. Muss man dran denken, das zu verbinden. Wenn man es vergisst. Gut. Also, wir müssen nach ganz oben. Hier sind wir eigentlich schon. Das heißt, die wollen auch da oben angesiedelt werden. Ich glaube, die meinen nicht hier ganz oben. Die meinen wirklich diese Ebene. Jetzt ist hier Schneeschutz, da haben wir ja schon vorgesorgt. Dann könnten wir natürlich hier eine Akademie hinbauen und rundherum Häuser. Und dann müssen wir mal schauen, was die alles an Nahrung wieder haben wollen. Oder ob die einfach, ja, mal ein bisschen Genüg, ein bisschen weniger haben wollen. Ich glaube es zwar nicht, aber. So, Gläubige. Ordensleute. Ja, hier oben fehlt sämtliches Essen. Also einmal bitte Lebensmittelmarkt. Dann wäre der Plan, wir gehen mit der Straße einmal hier so durch. Da können wir nämlich hier noch überall die Schlafgemächer hinsetzen. So, und wir brauchen hier oben einmal kurz gucken, wie das genau funktioniert. Wir brauchen auf jeden Fall Essen. Wir brauchen die üblichen Verdächtigen. Nehmen wir uns erstmal den Käse. Wo ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob man das einfach auf zwei Gebäude ziehen kann. Doch, das würde gehen. Brauchen wir natürlich mehr Ressourcen. Das funktioniert. Ihr habt Käse. Okay, also kann man. Übrigens, eine Partie in dem Spiel dauert laut Entwickler ja, zwischen 2 und 10 Stunden, je nachdem wie schnell man vorwärts kommt. Wir sind jetzt dran, ja, das Tutorial abzieht, 1 Stunde 40. Und ich habe das Gefühl, wir haben so ja, vielleicht die Hälfte gebaut. Und am Ende kommen auch noch die dann wirklich komplexen Produktionsketten. Nur, dass ich das schon mal hier gesehen habe, wie das dann alles sich verzahnt. Also haben wir vielleicht ein Drittel Spielzeit jetzt rum.
in der Partie, würde ich jetzt mal so schätzen. So, brauchen wir Jacks. Das hier ist irgendwie im Weg. Das hindert uns daran, hier noch zwei Farmen hinzusetzen. Dann machen wir das erstmal da oben hin. Kompakte Yachtzucht gibt es hier auch. Ah, da brauchen wir aber wieder Material für. Verwendet Futter. Machen wir erstmal die klassischen. So. Und 26 Arbeiter. Oh Gott. Würdest du eigentlich gerne auf so einem Berg wohnen wollen? Oder bist du eher so der Typ Stadt und lieber mit sicherem Boden unter den Füßen? Ich bin lieber Stadtmensch. Dann baue ich dir das so groß, dass es als Stadt durchgeht. Ja, trotzdem mir zu hoch. Okay, habe ich mir gedacht. Also ist auch nichts für Leute, die Höhenangst haben, ne? Ich habe zwar keine Höhenangst, aber es ist mir trotzdem zu hoch. Also wenn ich mir vorstelle, man hat Höhenangst und muss dann hier über diese Brücke drüber. Prost Mahlzeit. Ich sehe gerade, wir sind auch schon wieder über der Zeit. Die YouTuber haben eine 37-Minuten-Folge heute bekommen. Ich mache hier mal ganz schnell eine Unterbrechung, ihr Lieben. Nächste Folge kommt in den nächsten Tagen.